Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario World. Und zwar sind wir jetzt bei 72% angelangt. Und ja, das ist die dritte Session. Und wir sind mitten in Bowsers Welt. Und wir müssen noch diesen einen Secret Exit hier vom Valley Ghost House finden. Das werden wir nochmal eben versuchen. Halt, ich kann gleich nochmal wieder zurückgehen. Denn ich habe vergessen, uns einen Umhang zu besorgen. Das wollten wir nochmal eben machen. Den ich aber jetzt nur im Notfall brauchen werde. Denn ich glaube, ich krieg das vielleicht sogar hin, das Rätsel auf die richtige Art zu lösen. Das heißt, ich habe es ja letztes Mal versucht, ein bisschen auszutricksen, indem ich mit dieser Feder ja, so ein bisschen versucht habe, reinzuglitschen in diesen Schlüsselbereich, wo wir rein müssen. Man kann das natürlich auch auf einem anderen Weg schaffen. Es ist ja nicht so gedacht, wie ich das da vorgeführt habe. Wir werden es sehen, ob ich das hinkriege. Ansonsten versuche ich mich gleich nochmal im Glitchen. Also, wir sind ja wieder hier. Das machen wir auf jeden Fall so. Ich warte nochmal kurz auf den Stern. Wir gehen hier links lang. Und dann kommen wir ja an dieser Stelle raus. Nee, das war falsch. Das wollte ich gar nicht. Moment. Moment, wie kam wir denn... Darf ich den Stern nicht nehmen? Darf ich den Stern nicht nehmen? Mal gucken. Wir kommen auf jeden Fall auch auf der anderen Seite raus. Links doch. Wieder nicht. Moment. Jetzt ist die Zeit gleich wieder abgelaufen. Ja. Dann probieren wir das anders. Pass mal auf. Gehen wir in diese Richtung. Gehen wir direkt hier rein. Kommen wir dann an der einen Stelle raus? Nee. Ach, das ist jetzt toll. Ja, Herr Litsch. Schnappen wir dich und schnappen. Die Pilze. Ach, die Blume ist weg. Ja. Ja. Perfekt. Wie kam ich denn jetzt nochmal an diese eine blöde Stelle? So, Stern. Wie habe ich das denn sonst gemacht? Um uns ein Leben. Schaffen wir gar nicht mehr. Wie war denn das jetzt? Jetzt sind wir am Ausgang. Super. Hat gut geklappt. Ja, es gibt doch die Möglichkeit, da links rauszukommen. Ich versuch's einfach nochmal. Super. Ich hab's eben vor ein paar Minuten nochmal probiert. Da habe ich's auch hingekriegt. Ja, speichern wir ruhig. Lassen wir einfach die Feder mal im Feder sein. Ich will jetzt einfach nur erstmal den Gang finden. Wie war denn das jetzt nochmal, verdammt? Also, Blume können wir uns hier holen. Ah ne, es ist jetzt ein Pilz. Na gut, ist auch alles in Ordnung. Ja, genau. Ja, genau so machen wir das. Vielleicht sollte ich mir doch die Feder holen, ich weiß es auch nicht. Hatten wir bei der letzten Session auch so, dass wir am Anfang erstmal wieder ordentlich festhängen. Und dann haben wir ja im Nachhinein doch noch einiges beschickt. So. Hier, hier und komm her, rüber. Okay, das war das. Wenn ich jetzt hier direkt wieder rausgehe, wo komme ich dann hin? Das klappt nicht. Okay. Ich bin echt der Meinung, man müsste da links lang. Wieso hat das denn nicht geklappt? Nehmen wir eine andere Tür hier. Die letzte zum Beispiel. Da, wo das Leben war. Zack. Genau, hier wollte ich hin. Hier nehmen wir den P-Switch jetzt mit. Dann können wir ja hier lang. Genau. Und ich denke, den lassen wir erstmal hier liegen. Und wir versuchen jetzt mit diesem Münzenweg irgendwie was zu erreichen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Oh Gott. Na, oh, ich wollte doch gar nicht durch die Tür. Es ist nicht zu glauben, was ich hier mache. Ich wollte ehrlich gesagt nur die Münzen nach oben lenken und gar nicht rausgehen. Oh gut, wir haben ja unendlich Versuche. Es sei denn, die Zeit spielt gleich wieder nicht mit. Das ist natürlich wieder blöd. Okay, versuchen wir das nochmal. Das war geil. Wieso hat das jetzt nicht geklappt?
Das habe ich jetzt diesmal anders gemacht als eben. Okay, noch einmal. Ich krieg die Krise. Leute, ich bin einfach zu blöd. Okay, ganz konzentriert versuchen wir das noch einmal. Ich krieg nicht mal den ersten Block berührt. Ich möchte einfach nur noch weinen. Mario Start. So, Pilz. Hüpf, 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 hüpf. So. Machen wir das gleiche nochmal genau wie eben. So. Stern. Bis zum Ende durchrennen. Die letzte Tür nehmen. Den mitnehmen. Den hier hinpacken. Diesmal klappt's auch wieder. So, jetzt nehmen wir den Schalter. Gucken, was wir da fabriziert haben. Ich bin genial. Ich komme bloß nicht durch. Hup! Doch! Ja! Ah, so geht's doch, Leute. Das war also der Secret Way zu Schloss 7. Lassen wir jetzt aber, weil wir gehen hier weiter. Mann, es geht doch. So. Oh Gott. Ich ahne Schreckliches. Aber wir haben eine Feder. Das ist schon mal etwas beruhigend. Oh Gott, diese Schaltflächen, die haben es in sich. Die können ziemlich fies sein. Wir können das aber auch alles überfliegen und dann scheißen wir drauf auf die eigentliche Lösungsmethode. Jo, geht alles bisher, ne? Können wir da kommen wir raus, ne? Ja. Hab ich was vergessen, egal. Da hoch. Das könnte aber vielleicht ein schönes Item sein. Komm her. Ey, jetzt machen wir es auf die Oldschool-Art und springen einfach gegen. So. Oh nein, ich hatte ja die Feder nicht mehr. Ich sammle die Blume ein und versuche zu fliegen. Ja, so macht man das heutzutage. Aber wir haben noch eine Feder. Komm, 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 komm. Und dann machen wir jetzt den gleichen Fehler nochmal. So. So. Na komm, ich nehme den hier. Nee, also die Feder ist hier doch angebracht an dem Level. Aber wir können das ja trotzdem so machen, dass ich die Blume einsammle und dann wieder auf die Feder umschwinge. Komm her. Versuchen wir das nochmal. Achso. Diesmal hat's geklappt. Okay. Nicht verschwinden. So. Bam. So wollte ich's haben. Wenn ich jetzt sterbe, dann habe ich nur noch die Blume, ne? Das ist auch toll. Okay, wir versuchen es trotzdem. Fliegen wir eine Runde. Zack. Zack. Bom. Kugelwilli. Bom. Bom. Oh, da wäre ein Leben gewesen. Okay. Wir springen rein. So kann man das Level auch lösen. Ach ja. Ich bin echt gespannt, wie weit wir in dieser Session kommen. Ich denke schon, dass wir Bowser besiegen werden, auf jeden Fall. Und dann zeige ich euch halt noch die ganze Bonuswelt. Mal gucken, wie weit ich bei der Bonuswelt komme. Wenn ich mich so anstelle, komme ich da nicht sehr weit. So. Ach, die gehen jetzt unter. Ich glaube, hier in dieser Welt gab es irgendwie einen Geheimgang, wo wir Yoshi brauchen. Also irgendwo gab es jedenfalls noch einen Geheimgang, wo wir Yoshi benötigen. Das habe ich ja schon ein paar Mal angekündigt, aber er kam nie.
Aha, hier können wir rein. Oh Gott. Es geht nach links. Blume? Nee, Feder. Danke sehr. I like Federn. Das war's? Ach so. Okay. Halb so wild. Brauchen nur noch da reinkommen. Das ist auch eine Kunst für sich. So. Ist sind wieder zurück. Toll, der hat's gebracht, der Weg. Upp. Cooper. Aha, hier gehen wir hoch. Ich wäre schneller als die Pflanze. Yoshi! Ah! Also es gibt schon mal Yoshi hier. Könnte es sein, dass das vielleicht dann auch der Level ist, den ich meine? So, hier runter. Da gibt's ein Leben. Okay. Haben wir fast gekriegt, ne? Das Leben schwimmt auf der Lava weiter. Ist ja geil. Können wir die Steine fressen? Die können die Steine fressen? Das wusste ich nicht mehr. Oh, dann lasse ich dich halt leben. Brauchen wir das da oben? Ich glaube nicht. Ich hoffe mal nicht. Okay, das geht alles noch. Ich sage nicht, wir müssen oben lang. Das wäre ziemlich schwierig. Ich will unten lang. Geht auch, okay. Das ist gut. Okay. Huhuhuhu. Ganz schön tricky. Oben lang. Da! Guckt mal an. Hier brauchen wir nämlich Yoshis Zunge. Und dann sind wir im Secret-Ausgang. Ich muss ja ganz schön rumgetrödelt haben. Da! Und schon haben wir auch hier den Zugang zur Star Road. Aber wir wollen ja noch den regulären Weg zum Schloss. Also das nochmal ohne Schlüssel schaffen. Also jetzt ist auch Yoshi nicht unbedingt wichtig, falls ich jetzt sterben sollte. Beziehungsweise falls ich jetzt Yoshi verlieren sollte, würde ich sagen. So wie da eben. Dann können wir das schon kompensieren. So. Ups. Tschüss, Yoshi. Die Röhre nehmen wir nicht, denn wir haben ja gesehen, die führt uns wieder zurück. Das wollen wir nicht. Ach, jetzt haben wir einen neuen Yoshi. Was ist das eigentlich für ein Weg da? Die Röhre nach links, kann man da auch lang? Ich will es, glaube ich, jetzt gar nicht ausprobieren, oder will ich das? Versuch 2, das Leben zu kassieren. Ist auch fehlgeschlagen. Ah! Weg ist er. Tschüss, Yoshi. Ach so, wir können die Steine einfach wegwedeln, denn dann ist es ja alles halb so wild. Dann ist es ja easy. Ja, seht ihr? Ist richtig easy. Ja. Manchmal hasse ich mich selbst. Ja. Aber es ist immer noch der erste Part und dafür sind wir doch recht gut vorangekommen. Und jetzt wäre ich doch neugierig, was da oben ist. Eine Pins. Den konnte ich sogar gebrauchen. Oh, oh, oh! Ui, das war knapp. Ist alles möglich, was wir hier machen. Okay. Da hätten wir auf den Cooper springen müssen. Ach, Halbzeit hatten wir, richtig. Ach, als Klein darf ich da nicht drauf. Ja. Dann weiß ich das jetzt auch, okay. Ach stimmt, ich bin sonst immer mit Yoshi auf den Teilen rumgejumpt. Na ja, ja, ja. Ne gut, also okay, Mario, dann darfst du die nicht berühren. Dann wissen wir das jetzt auch. Nimmst du bitte den Pilz. Nee,